Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir gehen gleich auf eine Retaliation-Mission, wird bestimmt ganz toll, mit einem 6er-Team. Und ich musste gerade noch mal einen Tag auf der Geoscape spielen, weil das Spiel den irgendwie nicht mitgespeichert hatte. Deswegen kann es sein, dass der Einsatz jetzt hier anders heißt. Und ansonsten aber ist alles gleich. Also ich musste nur noch mal einen Tag simulieren gerade im Prinzip hier. Und dann zum Einsatz rüberfliegen. Na toll. Ich hoffe, die Assassinin ist nicht da. So, wir machen erstmal die Utility Items available. Dann werden wir unseren Ronas befördern. Der bekommt beides. Einfach weil es cool ist. So, Utility Items habe ich gemacht. Dann kommen wir hier nämlich wieder. Wie sieht das denn aus? Können wir das denn hübsch haben? Okay. Keine Ahnung, was das für ein lustiger Fehler ist. So, dann gibt es ja einmal Gasgranate. Battle Scanner können wir dann Roni geben. Vielleicht wollen wir den gar nicht Ronas geben, ich weiß nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Platz für eine Granate. Nick wollte einen PCS haben. Nämlich Speed. Damit er einfach schneller an den Gegner rankommt. Da sage ich nicht nein, das ist durchaus sinnvoll. So, hier gibt es ein Medkit für Torben. Granate gibt es natürlich trotzdem noch, keine Ahnung, warum habe ich die nicht einfach in den anderen Slot getan. Jonas bekommt hier auch ein schönes Medkit. Warum auch nicht? Ronas bekommt noch den Battle Scanner. Und was haben wir für Nick noch? Für Nick haben wir gar nichts. Ein Flashbang müssen wir noch irgendjemandem geben. Flashbang. Jonas. Ja, und dann sind wir eigentlich ausgestattet, haben Unmengen von Granaten dabei. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht echt ein paar Mindshields oder sowas investieren dann. Auf jeden Fall sind die neuen Rüstungen mal richtig hübsch. Sky Ranger deployed. We're in the pipe. 5x5. Okay, dann los geht's. Ja, Retaliation. Da werden auf jeden Fall Puddings dabei sein. 2 Stück vermutlich. Mutons, denke ich. Und ansonsten keine Ahnung, ob da noch ein paar Spectre auf uns zukommen oder was kann da noch passieren? Ich weiß es gar nicht. They're taking it out on one of the resistance outposts in the area. We're heading in to secure the camp and protect as many civilians as we can. Eliminate all hostile forces attacking the site. Make them regret coming after the resistance. Okay, wird erledigt. Menace 1-5, hostile forces are attacking the outpost. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. Sind wir direkt in der Ecke? Ja, das sieht aus wie eine Ecke, ne? Hier sind die Kanten ziemlich hart. So, dann gucken wir mal, dass hier die Teams ein bisschen zusammenbleiben. Und wenn wir zum Beispiel Luna und Jin hier rüberrücken lassen. Natürlich. Und dass wir dann vielleicht in Overwatch gehen, weil ich noch keine Ahnung habe, wo die Aliens sind, in welcher Richtung wir die suchen müssen. So, dann haben wir hier noch. Deckung irgendwie. Wo kommt ein Ronas hin? Ja, der schafft's vielleicht dahin, müssen wir mal gucken. Nick ist jetzt auch richtig schnell. Legen wir endlich los! Da kommt Freude auf. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir unsere Soldaten ein bisschen zusammenhalten.
Und hier nicht quer über die ganze Map verstreuen. Okay, bin unterwegs. Oh, und jetzt muss Ronas doch rennen hier. Kann nicht mit in Overwatch gehen. Bestätigt, überwache Feuerschutz. Scanne Gebiet. Mir entgeht nichts. Bin dabei. So, dann schauen wir mal, wo die Aliens sind. Ah, fuck. Wer bist du denn? Da bin ich jetzt richtig froh, dass wir im Overwatch sind. In der ersten Runde schon Kontakt. Das passiert krass selten, ne? Überprüfe Visier. Das ist richtig selten, meine ich. Der ist sauer. Was gibt's da? Irgendwas mit einem grünen Laser. Könnte auch ein Muton sein. Konnte man jetzt leider nicht erkennen, was es ist. Panzerung getroffen. Schießen die noch einen? Nee, ne? Das, oder kommt ein Assassine? Nee. Keine Ahnung, was sie da machen. Warum das jetzt so interessant für uns ist. Keine Ahnung. So, was passiert hier? Okay. So, da ist ein Muton. Wo der zweite Muton ist, wissen wir leider gar nicht. Na super. So, dem wollen wir vielleicht direkt die Deckung wegsprengen, oder? Wie sieht's denn aus? Wir hatten hier die günstigere Position. Vorgehen? Nee, die sind Nahkämpfer. Roni hat drei Frag-Granaten. Kann Tauben von da aus schießen. Ja, kann er. Sehr gut. So, okay, also Ronas kümmert sich hier um die Deckung, würde ich vorschlagen. Und wo ist der zweite Newton? Keine Ahnung. Tauben sieht sonst immer. Ah, Tauben hätte nochmal nachladen können. Crittet den Muton auf jeden Fall. Super gut. So, Luna sieht den Berserker leider nicht. Die Jungs hier haben Sicht. So, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich will die eigentlich gegen diese Nahkämpfer gar nicht so weit vorrücken lassen, ne? Aber geht derzeit gar nicht anders. Klingt machbar. Klingt machbar, sagt sie. Ach, und die stehen da so schön hintereinander. Ich weiß gar nicht, vor wem ich jetzt mehr Angst haben soll. Wer kann denn gesehen werden von den anderen? Das sind 59% nur mit der Schrotflinte. Das sind 77%. Oh, puh. Ja, Luna hat da 83% und markiert ihn. Und markiert ihn halt. Komm schon! Echt, ey, komm schon. Der müsste doch jetzt markiert sein. Warum sind es immer noch 77%? Ey, Luna hat doch. Moment mal. Luna hat doch Holo-Targeting. Nee, irgendwie hat sie das gar nicht. Okay, interessant. Okay, gut. Das war nichts. Das war gar nichts, ja. So, dann gehen wir hier in. Einmal okay. Nachladen, einmal Overwatch. Gebe Feuerschutz. So, dann kann Jin halt versuchen, hier hinten den rauszunehmen. Oder hat er Sicht? Nee, der hat gar keine Sicht. Ja, dann versucht den hinteren rauszunehmen. Total egal. Panzerung getroffen. So, der ist zumindest vergiftet. Und schießt er nicht mehr ganz so akkurat. So, das ist dann nochmal 6 Punkte Schaden. Sehr hübsch. Habe ich gar nicht gesehen, wie viel Schaden das jetzt war. Der hat daneben geschossen, weil er vergiftet war wahrscheinlich, ne? Ach, und dann dürfen die aber nochmal. Okay. Ist es so, dass immer
Einheit zusätzlich darf. Klar. So, Luna, wie sieht's aus? Das war ein ganz schön heftiger Treffer. Er ist immer noch sauer. Kann täuschen. Bewegt er sich auch nicht mehr? Nee, der bewegt sich nicht mehr. So. 47% gegen den da hinten. Der hat wieder Deckung. Könnte man eigentlich Roni ein bisschen vorrücken lassen, ne, und dann noch mal eine Granate drauf fallen lassen, dann ist er nämlich auch erledigt. Ups, oder er lebt noch. Robben, bekommst du Sicht? Ja. Hoffentlich lohnt sich das. Klaro. Ist ein Kill, Torben. Okay, einen so, habe ich erwischt. Sehr hübsch. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Endlich. Bitte Feuerschutz. So, Nick rückt vor und beschützt uns hier. Und los geht's. Jonas rückt nach und heilt einmal Luna. Heilen. Ganz da hinten sind die. Hoch, der haut vorbei. So, und jetzt würde mich mal interessieren, dürfen die Aliens nochmal fallen, wenn sie niemanden umgebracht haben? Ja, scheinbar schon. Fies. Gemein. Ja, cool. So, ein Zivilisten gerettet hier. Jetzt komme ich. Jonas nimmt das Loot mit. Ein Advanced Autoloader, okay. Ich habe das Zeug. Dann mal los. Das kann ich machen. Alles klar. So, Jin hat hier sogar einen kleinen Höhenvorteil. Aha. So, und Ronas und Torben, die arbeiten sich hier auf der Seite lang. Was ist da drüben? Alles im grünen Bereich. Ach, der hat einen Autoloader. Ja, das war natürlich dumm, da jetzt nachzuladen. Aber okay, einmal einen Schuss verschwendet. Autsch. Oh, da höre ich doch was. Ja, die trappeln irgendwo da hinten rum, ne? Ja, vielleicht nicht unbedingt durchs Feuer. Saul! Wo ist Kipurien? Forcé, allez! Legen wir endlich los! So, zwei haben wir schon gerettet. Sechs müssen wir retten, damit es hier kein totaler Fehlschlag wird. Und los geht's! Wir setzen die beiden Jungs mal hier nebeneinander. Ich gehe schon. Schon unterwegs. Na.
Den kommt eigentlich da bis ans Fass ran, na super. Na los, zeigt euch! Feuerschutz! Gebe Feuerschutz! Feuerschutz! Scanner, hier bewegt sich was! Das haben wir ja gerade schon gehört. Und da sehen wir es auch. Oh, ganz da drüben ist es, okay. Aufgrund des Gewehrwinkels hätte ich gedacht, das Ziel wäre weiter rechts. Oh, schön. Was macht er denn hier? Na gut, wenigstens läuft er halt direkt in unser Overwatch rein. Und der ist auch noch angeschlagen vom letzten Mal, ne? Der hat sich gar nicht regeneriert. Ich glaube, ein Stück habe ich erwischt. Haha, 3 Lebenspunkte hat er noch. Wir haben ihn so heftig gerade genagelt. Und jetzt ist Advent dran, uns zu nageln. Alles klar. So, wir sitzen hier in einer super Deckung. Keiner. Aber Lightning Hands, da kann er zumindest nicht reagieren, ne? 40%. Also wenn der Schuss sitzt, dann ist er halt tot. Und wir können uns alle noch bewegen, umpositionieren und schießen und so. Und der sitzt. Das war wichtig. Jetzt bekommt das hässliche Vieh nämlich keine Reaktion mehr. Und wir können uns hier wenigstens ein bisschen bewegen gerade. Ist es auch sicher? Nee. So, da müssen wir mal gucken, wer ist denn hier bevorzugt auszuschalten eigentlich? Der hässliche Roboter am besten, ne? Wenn wir den irgendwie Ordre bien reçu, j'y vais. Erwischen könnten, wäre das super. So, wohin mit euch beiden hier, den Nasen? Wir könnten ja versuchen, die Schlange zu erledigen. Das ist aber nicht gesagt, dass sie wirklich stirbt. Ah, das wäre aber wichtig. Luna, könnten wir eine volle Deckung ziehen? Was haben die denn noch dabei? Das sieht aus wie ein Shieldbearer. Ah, ich will gar nicht so dicht daran, ehrlich gesagt. Je weiter ich jetzt vorgehe, desto leichter kann er uns flankieren im Prinzip. So, Ronas hat 73 hier auf den. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Das war ein Miss, oder? Ja. Okay, aber der ist markiert auf jeden Fall. Torben, sag mal, Haywire-Protokoll. Wie sind da deine Chancen? Prozent den zu stunnen immerhin. Ah, das wäre natürlich eine Option gewesen, ne? Aber jetzt habe ich ihn schon mal markiert. Jetzt kann ich ihn auch erschießen, denke ich. So, und Torben hat dadurch jetzt nämlich 100%. Kann ich Luna nochmal drauf schießen lassen? Auf den Typen. Kein Problem, Boss. 98%, da ist er nämlich schon mal seine Rüstung los. So, 65 und 55. Oh je. Oh je, oh je. Okay, aber die Schlangen können wir natürlich flankieren. Schlangen können wir natürlich flankieren. So, Jin ist der Einzige, der auf alle schießen kann, ne? Und der sieht die auch. Das heißt, er könnte ja sogar mit der Pistole drauf schießen. Wie sieht es denn aus mit der Pistole? 50, 48. Geht. Ist jetzt nicht sonderlich geil, aber... So, der stirbt auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Das war schon mal wichtig auf jeden Fall. So, dann können wir hier diese Schlange einmal flankieren. Endlich. Jonas, 80%. Nicht für Chance. Ziel steht noch. Echt jetzt? Du schießt daneben. Keine Munition mehr. Wir riskieren es mal. Ja, ein Crit. Und die Schlange lebt aber trotzdem noch. War ein schlechter Crit. Leider. Also was nehme ich denn? Nehme ich den 65er oder nehme ich 250er Schüsse? Ich denke, ich nehme 250er Schüsse. Mist. Überprüfe Visier. Jo, besser ist das. Und Treffer. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Upsi. Ich war's nicht. Die Aliens waren's. Wir schlagen sie zurück. Oh, der verpisst sich. Okay. Naja, ich weiß. Ist heiß. So, wir rücken hier ein kleines bisschen vor, würde ich vorschlagen. Natürlich. Natürlich, sagt sie. Na dann. Oh, da müssen wir durchs Feuer. Nee, durchs Feuer gefällt mir nicht so. Was ist da drüben? Na los, verschwinden Sie hier! So, drei haben wir gerettet, fünf sind nur noch auf der Karte. Das heißt, es könnte ein bisschen knapp werden. Der letzte ist irgendwo hier hinter, ne? Ganz am hintersten Ende der Karte. Na geil. Oh ja! Genug gewartet. So, Jonas verlässt sich mal drauf, dass er von den anderen hier gedeckt wird. Okay, wir haben hier Leute bei uns in der Gegend immerhin. Da müssen wir nächste Runde auch mal einen... Ups. Okay, bin unterwegs. Ein Battle-Scanner draufschmeißen, glaube ich. Auf geht's. Na los, zeigt euch! Nachgeladen! Bin dabei! Mir entgeht nichts! So, dann gucken wir mal. Jetzt dürfte er wirklich nur noch... Ah, wir hatten den Battle-Scanner, Ronas hat ihn, ne? So, wo ist der Pudding des Grauens? Ja, wir scannen erstmal die drei Leute hier drüben, würde ich vorschlagen. Okay, ich muss die Richtung der Ziel. Um zu gucken, wer hier der Pudding des Grauens ist. Ich vermute, also es sind ja nicht mehr so viele Leute auf der Karte, ne? Und zwei Puddings haben wir hier versteckt, auf jeden Fall. Und da hinten haben wir jetzt nicht mitgescannt. Die sind alle okay? Nee, nein, ach, Dann haben wir es nämlich. Den Megapudding. Schon unterwegs. Okay. Ach, sie hat gar nicht den. Das Holotag, ich denke, ne? Ich frage mich eigentlich, warum nicht? Hatte ich ihr das nicht mal gegeben? Ja, wohin mit Jin? Er würde von hier aus auch mit der Pistole treffen. Ah, nachladen brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Wenn es sein muss? Ja, muss.
Genau so. So, Torben hier rüber zu Ronas. Übernimmt diese Sicherung auf dieser Seite hier. Bestätigt, Überwachung läuft. So, und dann kann Jonas hier auch endlich aufschließen zu Nick. Na los, zeigt euch. So, Nick kann hier so ein bisschen in Deckung gehen. Endlich. Ja, endlich, ne? Einmal richtig Deckung hier. Bestätigt, Überwachung läuft. So, kommt er jetzt hier rum? Also, Torben. Erledige ihn, Junge. So war das nicht gedacht. Oh, die sind zu viert. Okay, okay. Mit so einem... Oh, Berserker. Ja, durch den Bus durch ist auch ein schwieriger Schuss, Jonas. Ich wollte gerade sagen, die nehmen ruhig alle da Deckung. Das stört mich gar nicht weiter. Wollen sie aber nicht. So, hier drüben haben wir einen Stunlancer. Oh, könnt ihr hier hoch? Nee. Das wäre auch zu geil gewesen, wenn die da hochgekonnt hätten. So, wir kriegen den Stunlancer leider nicht so richtig flankiert. Hast du Run and Gun? Nee, du hast keinen Run and Gun. Nee, nicht den. Ja. Den hier. Ein Heavy Lancer ist es. So. Und dann geruhe ich jetzt, einen Plan zu haben. Der ist ausgewichen. Das kratzt meinen Plan natürlich auch so ein bisschen an. Du hast die Kraft. Du hast. Oh. So sieht's aus. Slash 94%, 7 bis 9 Punkte Schaden. Das wären 6 bis 8 Punkte Schaden. Aber 100% und 50% Crit. Ich nehme den lustigen Slash. Und hau vorbei. Für 94% vorbeigehauen. Echt jetzt. Ich will die Deckung abreißen und ihn treffen. Aber ich stehe zu kurz. Scheiß. Ronas, stehst du günstiger? In der Tat, tut er. Und er hat den viel krasseren Granatenradius. Ja. Okay. Kleine Überraschung hat er vorbereitet für den Gegner. Finde ich gut. So hat sich der Wagen in Luft aufgelöst, nur so halb. So, was machen wir hier drüben mit euch, Herzchen? Kriegst du einen Flashbang so geballert, dass du alle erwischst, bis auf den Shield-Bearer. Ja, das sieht vernünftig aus. Ich blende sie! Das finde ich gut. Dann können wir hier nämlich, haben wir zumindest diese Option, ein bisschen im Offenen stehen zu bleiben. So, Torben gibt eine Aktion ab. Zusammen sind wir stark. ...45% nur auf den hinteren. Uff.
cible à rien. So, 86%. Rüstung um. Rüstung hält stand. Ach, jetzt haben wir auch einen schönen Granatenradius plötzlich. So, ich denke, ich werde die beiden hier zusätzlich zur Desorientierung auch noch vergiften. Ohne Nick damit in Mitleidenschaft zu ziehen. So, 88% mit der Pistole. Das ist super. Ich hab ihn erwischt, oder? Ja, hätte ich den gar nicht vergiften müssen. So, was tue ich dem hier noch Schreckliches an? Ach, den kann ich ja auch vergiften. Per Hand einfach so. So, der ist desorientiert, vergiftet. Der durfte eigentlich gar nichts gebacken bekommen. Was hat denn der vor? Der ist zweimal gesprintet, ohne anzugreifen. Auf den Zivilisten und verfehlt. Sehr gut. Und er müsste eigentlich in Deckung gehen und ein Schild dann für alle machen, oder? Ganz genau. Und da oben steht er natürlich super. Und mit super meine ich, wir müssen erstmal ihn hier loswerden. Ich würde ja auch super gerne oben drauf irgendwo. Fällt aber aus wegen ist nicht. Ja, da müssen wir echt das Feuer hier drüben konzentrieren auf die Jungs. Der Plan gefällt mir, muss ich sagen. Da ist Nick zwar isoliert und ich hoffe wirklich, dass da hinten nicht irgendwo so ein Pudding des Grauens gleich auftaucht, was aber wahrscheinlich passieren wird. So 99% genug Schaden, selbst wenn er dodged, der müsste sterben. Er dodged, 3 Punkte Schaden hat er bekommen. So, der Shieldbearer hat nur sich selbst geschildet, das finde ich anständig von ihm. So, hier gibt es einen Reload. ...98% für richtig viel Schaden. So, da werde ich Jin hier in Deckung ziehen vor dem anderen. Okay, aber das spare ich mir gerade noch. Ah, Torben Reload und dann schieß mal. Achso, oder? Ja, lass natürlich erst Ronas schießen, ne? Der kann ja auch in aller Gemütsruhe einen Reload machen. Und dann auf diesen desorientierten Muton Berserker. Und ich schätze mal, dadurch, dass er desorientiert war, konnte der auch einfach seinen Sturmangriff nicht machen. Was uns gerade so ein bisschen den Arsch gerettet hat. So, Torben, kannst du auf den Typen da oben schießen? 49% immerhin. Hair Trigger hat er dran, leider kein Repeater. So, dann kann Jin auf jeden Fall hier in Deckung gehen. Ja, da oben trifft er nämlich auch scheiße. Okay, ich gehe. So, benutzt hier seine Lightning Hands, braucht er gar nicht benutzen, ne? Kann einfach seine Pistole abfeuern. Erledigt.
ganz sicher erledigt. Finde ich gut. So, jetzt kann man leider keine Granate da hochschleudern. Ach, da hätte Jin vielleicht doch noch eine Aktion an Luna abgeben sollen, ne? So, 49%. Ist jetzt nicht so mega berauschend. Trifft auch nicht. Überprüfe Visier. Aber wenigstens so ein bisschen tun, als wenn wir den Gegner hier unter Druck setzen wollen. Ne, hinter die Tanksäule will ich mich nicht gerade stellen. Ich will auch nicht so dicht zusammen die Leute. Ach so, hier ist dieses Dach im Weg, ne? Deswegen sehen wir da relativ wenig. Ja, dann komm hier rüber, Jonas. Und du darfst hier in Overwatch gehen. So, dann kann er sich nämlich überlegen, was er jetzt macht. Er schießt auf den Zivilisten. Ja, wir haben noch genug übrig, ist kein Thema. Voll fies eigentlich, sowas zu sagen, ne? Wir haben noch genug Zivilisten übrig. So, hat Roni noch einen Sprengsatz? Aber Roni will ich vielleicht eher zum Zielmarkieren dann benutzen, ne? Er hat auch alle seine Granaten schon rausgehauen, der Gute. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht, dass er da Granaten rausgehauen hat, überhaupt nicht. Haben wir hier noch eine schöne Deckung? Nee, okay, wir versuchen es mal von hier aus. Ich hoffe, diese Deckung blockiert nicht unsere Granate. Oder ich bekomme die Granate gar nicht aufs Dach hoch erst. Doch, das funktioniert. Das sollte zumindest funktionieren, finde ich. Ja, die Granate explodiert doch hier mitten. Ja, genau, da soll die Granate hinfliegen. Aber irgendwie geht das aber nicht so, wie ich mir es gerade gedacht habe, ne? Ja, es scheint irgendwie noch ein Feld zu kurz zu sein. Ne? Eigentlich war mein Plan, ich katapultiere ihn halt voll runter. Und dann ist gut. Er funktioniert aber nicht. So, das sind 50%. Wie sieht es mit einer Gasgranate aus? Hoch kommen wir da sowieso nicht. Nee, irgendwie explodiert die dann auch so dumm. Also wir kriegen die echt nicht hier hoch. Aus irgendeinem mir etwas unerfindlichen Grund. Wahrscheinlich sind wir einfach noch ein Feld zu weit weg oder so. Okay. Dann würde ich sagen, wir halten die Position. Roni bekommt den ersten Schuss, weil er nämlich unser Supermarkierer ist. Und der trifft. Nice, Roni. Direkt seine Deckung abgebaut. So, dann darf Luna hinterher schießen, um ihm noch die restliche Rüstung abzunehmen. Trifft auch, sehr gut. So, hat irgendjemand eine Chance auf eine Beförderung? Ich glaube, es wurden gerade alle irgendwie befördert, ne? Boah, Nick, hast du Bock, hier richtig heldenhaft zu sein? Ich denke schon. So, wo ist der letzte Pudding? Da drüben. So, wie kriegen wir den jetzt erledigt? Ist die interessante, alles entscheidende Frage. Am besten, wir lassen den zu uns kommen. Nick, dürfte der... Kann der da hochklettern, der Pudding? Steht er hier ungefähr, ne? Also ich wäre dafür. Wir ziehen uns hier einfach so ein bisschen zurück. Genug erwartet. Und lassen den zu uns kommen. Mir entgeht nichts.
Haben wir noch ein paar Leute, die in Overwatch gehen können? Bestätigt! Überwachung läuft! Rock'n'Roll! So, können wir sogar noch mal nachladen hier mit kommen. So, wo rennt er denn hin? Ach, der ist echt da hochgehopst. Hä? Es bewegt sich noch! Ja, du hast ja auch vorbeigeschossen, aber warum... Der ist runtergefallen. Fragt mich nicht, wie oder warum. Wahrscheinlich voll das Loch ins Dach geschossen. Das war ein bisschen strange gerade. Oder? Okay, und jetzt ist er wieder da oben. Hä? 93%. Ich denke, Luna könnte meine Beförderung vertragen. Feuer frei, das müsste der letzte Gegner sein. Ich meine, die ist jetzt eh verletzt erstmal. Na, was sagt ihr dazu? Gut gemacht, sage ich dazu. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. Status confirmed. Mission accomplished. Das war nice. So, machen wir ein Foto. Da sieht man die Hälfte der Leute gar nicht drauf bei dieser Pose. Wer hat sich denn das ausgedacht, die so zu staffeln? So, ich glaube, ja, Formation Mob funktioniert halt überhaupt nicht. Na, dann versuchen wir mal mit einem Wedge irgendwie was hinzukriegen. Tja, da kann man Ronas Gesicht wenigstens hier unterm Arm durchsehen. The Battle of New Arctic. Oh ja. Ja, war okay, würde ich sagen, die Mission. Na, wir haben nicht so mega viele Zivilisten gerettet. Luna wurde verletzt. Charity mission turned tragic today when Advent outreach squads visiting an impoverished border town with much needed medical supplies found themselves the victim of an XCOM ambush. Memorial services will be held later today. Also, was sie gerade meinte, war, ne, dass eine Hilfsmission für eine verarmte Community da in einen XCOM-Hinterhalt beziehungsweise Opfer eines XCOM-Hinterhalts wurde. Und ja, es wird natürlich eine Gedächtnisfeier geben. Klarer Fall. I'm glad to see our troops finding success in the field. It's good for the entire crew's morale. 22 Tage ausgeschaltet, das können wir hoffentlich noch reduzieren. Ansonsten. Nick, können wir befördern. Run and Gun oder Conceal kannst du dir aussuchen. Und Lieutenant bist du geworden. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ja, die sehen alle ein bisschen müde aus gerade, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass der Einsatz so krass aufgeht. Having successfully recovered one of Dr. Valen's genetically modified test subjects, I am eager to begin conducting an autopsy as soon as possible. It is my hope that by following her own research notes, I will gain an even greater understanding of just how she managed to accomplish these rapid changes. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Also, Nick hat die Auswahl zwischen Shadow Step und Conceal. Und ansonsten haben wir hier noch einen Advanced Autoloader zu vergeben, also 2 Reloads pro Mission. Habt ihr damit. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, was wir hier mit dem Vipernkönig-Dings machen. Aber es ist auch echt der einzige Alien-Herrscher, der uns bis jetzt begegnet ist, ne? So, Advent, ja. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Das hier kontert so ein bisschen die Sabotageversuche von den Auserwählten, ne? Die haben ja
diese blöde Eigenschaft, uns 20 Credits oder so dauerhaft zu klauen in irgendwelchen Regionen. Fear of Mutants. Na, da weiß ich ja direkt, wer eine Weile auf der Krankenstation gefesselt sein wird. Angst vor Mutants. Ach so, weil sie vom Berserker erschlagen wurde, ne? Für 8 Punkte oder sowas, glaube ich, waren das sogar. Na gut. Ich teile die Folge hier einfach, ne? Wir sind schon wieder bei 45 Minuten und dann haben wir wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde auf der Geoscape und hier in der Basis und so weiter beim nächsten Mal. Da experimentiere ich noch ein bisschen rum. Ich teile das erstmal hier und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie es aussieht und wie wir das gestalten, ob wir halt immer auf der Geoscape so viel Zeit brauchen oder nicht. Kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit wir hier haben bis zur nächsten Mission immer. Also kann sein, dass dann mal nur eine 5-Minuten-Folge rauskommt oder so. Dann würde ich wahrscheinlich die Mission direkt anfangen. Aber ja, wie gesagt, wir gucken mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.